Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal und herzlich willkommen zu meinem letzten Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Ihr habt schon im Titel gesehen, ich werde die Crew verlassen und warum ich diesen Schritt gehe und was die Umstände davon waren, ob es Streit gab, kann ich schon mal sagen, den gab es nicht. Das werde ich jetzt alles ein bisschen erklären und ich hoffe, dass ihr dann am Ende meine Beweggründe verstehen konntet und dass ihr alle Fragen, die sich gerade vielleicht für euch stellen, dann auch beantwortet bekommen habt. Ich habe mir tatsächlich jetzt nicht überlegt, wie wir das ganze Video hier aufbauen. Ich habe mir da jetzt kein Skript geschrieben oder so. Ich weiß, das sagen alle Leute immer bei solchen Videos. Aber hier ist es tatsächlich so. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen Freestyle labern, so was mir da zu dem Thema einfällt. Und tatsächlich fange ich aber auch mit dem Grund an. Und ich glaube, das interessiert euch am meisten, warum ich mich dazu entschieden habe. Und da gibt es tatsächlich irgendwie eigentlich nur einen ganz großen Grund. Und zwar einfach, dass ich was Neues sehen möchte. Ich möchte einfach so ein bisschen was anderes machen. Und das liegt nicht daran, dass mir das hier nicht gefällt. Ich glaube, dafür mache ich das auch schon viel zu lange. Der Grund ist tatsächlich eher, dass man irgendwann, wenn man relativ lange eine Sache macht, dann für sich erkennt, dass man dann so ein bisschen was Neues sehen möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz normal im Leben. Das kennt ihr wahrscheinlich auch irgendwie von euch. Wenn man so eine bestimmte Sache irgendwie eine gewisse Zeit macht oder sieht, dann hat man irgendwann Lust, nochmal zu gucken, was es eigentlich sonst so gibt. Und in meinem Fall ist es ja so, dass ich jetzt schon seit 2,5 Jahren ungefähr vor der Kamera Videos mache und tatsächlich aber auch hinter der Kamera schon etwas länger noch hier bin und der Crew beispielsweise so im Hintergrund geholfen habe oder Videos geschnitten habe. Da bin ich ja zum Beispiel auch nicht alleine, das haben ja andere Leute aus der Crew auch schon irgendwie vorher gemacht, bevor man so vor die Kamera getreten ist. Das heißt, so oder so hat man natürlich irgendwie schon so ein bisschen länger mit diesem gesamten Bereich YouTube und komische Videos im Internet und so weiter zu tun. Und man merkt natürlich auch, dass einem das die ganze Zeit wirklich extrem viel Spaß macht. Und ich glaube, sonst würde man das ja auch gar nicht so lange machen. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, dass man sich natürlich irgendwie so ein bisschen fragt, so, was gibt es eigentlich noch so? Was gibt es eigentlich sonst noch so für Sachen, die man so den ganzen Tag machen kann? Und aus diesem Grund habe ich für mich entschieden, dass jetzt aktuell einfach ein sehr guter Zeitpunkt ist, weil ich das Gefühl hatte, dass man viele verschiedene Kanäle gemacht habe, mit mega vielen coolen Leuten so zusammengearbeitet hat und ich wüsste auch ganz genau, dass mir das wirklich in alle Ewigkeit Spaß machen würde. Ob es euch Spaß machen würde, wenn ich mit 60 jetzt noch Videos drehe, das weiß ich natürlich nicht, schwierig, aber ich wüsste, es würde mir irgendwie immer Spaß machen so. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich manchmal irgendwie im Leben ab und zu so ein bisschen dazu pusht, vielleicht was anderes zu machen und Sachen vielleicht zu machen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, die jetzt nicht so das Vertraute sind, sondern eher Sachen sind, die so ein bisschen neu sind. Und diesen Schritt möchte ich jetzt gehen und ich hoffe natürlich, ihr könnt das alle verstehen. Und ich werde jetzt so ein bisschen vielleicht nochmal darüber reden, was eigentlich so toll war an dieser Arbeit. Ich denke mal, ihr könnt das alle nachvollziehen, dass es einfach natürlich ein Riesenprivileg ist, dass man überhaupt den ganzen Tag Videos drehen konnte. Egal, ob es jetzt Challenges sind oder selbstpeinliche Serien oder auch einfach zu zocken. Also gerade das natürlich. Das waren immer Sachen, die mega, mega toll waren und wo wir auch ganz genau wussten, dass wir da wirklich ein extrem großes Privileg haben, weil man das natürlich irgendwie nicht immer machen kann. Ne? Es gibt natürlich irgendwie auch viele Sachen, die man so den ganzen Tag machen kann oder muss, die natürlich irgendwie nicht so schön sind, sondern auch teilweise anstrengend sind. Und das, was wir hier so machen, das ist natürlich irgendwie auch manchmal anstrengend, vor allem wenn Claudio am Nerven ist, aber grundsätzlich war das irgendwie schon immer mega cool und deswegen ist es natürlich auch nicht leicht, dann irgendwann diesen Schritt zu gehen, dass man sagt so, okay, man macht jetzt was Neues, weil man einfach irgendwie, wie gesagt, immer wusste so, was man hier hat so und ich denke mal, viele von euch würden sich auch denken so, okay, also viele von euch sind ja wahrscheinlich jetzt auch in der Schulzeit gerade so am Überlegen, was kann man eigentlich machen und es ist natürlich irgendwie auch klar, dass alles so im Bereich YouTube, TikTok, Social Media, vor der Kamera und so weiter, da weiß man natürlich, dass das toll ist so und das ging ja in meinem Fall, also wie gesagt, erst mit Videos schneiden los und solchen Sachen. Aber gerade seitdem man dann natürlich vor der Kamera ist, hat man natürlich erst recht gesehen, wie cool das einfach ist. Also ich habe ja angefangen, das wisst ihr vielleicht zum Teil auch, mit Zock mit mir, mit Videospielen und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie direkt das Coolste, mit was man so anfangen kann. So, ich glaube, deswegen hat mir das auch so gut gefallen. Und gerade gut gefallen hat mir das natürlich auch in dem Fall, weil ich das in dem Fall mit Claudio zusammen machen konnte. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich also mich mit allen aus der Crew super gut verstehe. Aber mit Claudio habe ich gerade auch wegen dieser Zeit natürlich ein besonders enges Verhältnis, weil wir da dann wirklich jeden Tag die ganze Zeit nur zusammen gezockt haben. So, ich meine, was gibt's halt Geileres so, ne? Normal versteht man sich dann halt irgendwann mega gut. Und deswegen ist Claudio mir natürlich irgendwie auch dann da so von allen Leuten, die ich alle hier mega gerne habe, besonders ins Herz gewachsen. Weil man dann einfach gerade in dieser Phase, wo alles sehr neu war, so viel zusammen gemacht hat und das am Ende ja auch wirklich irgendwie gut funktioniert hat. Also wir haben auch natürlich uns am Anfang, genauso wie heute, über jeden Kommentar, der irgendwie positiv war, mega gefreut und bei so einer coolen Community gibt es halt auch nur positive Kommentare, zum Glück. Also es gab ja echt selten Kommentare,
wo jemand von euch geschrieben hat, das finde ich jetzt blöd oder so, sondern ihr wart da immer so mega, mega stark mit eurem Support am Start und das war natürlich mega cool. Also, weil dann fühlt man sich natürlich irgendwie auch total gut dabei bei dem, was man macht, wenn man weiß, dass das, was man so den ganzen Tag macht, also wirklich dann tausende von Videos drehen, dass die auch wirklich geguckt werden und dass die auch wirklich von euch gemocht werden und ihr auch wirklich dann lachen konntet, wenn wir diese Videos gedreht haben. Und das war für uns natürlich irgendwie auch immer das, was uns so daran angetrieben hat, Videos zu drehen. Um da kurz irgendwie weiterzumachen, so nach Zock mit mir haben wir dann auch relativ schnell Chaos Crew gegründet und danach kamen ja dann noch weitere Kanäle dazu und man ist ja sowieso in jedem Kanal irgendwie so hier und da mal drin, egal ob es jetzt Spiel mit mir ist, Spiel mit mir Apps und Games oder bei DIY oder bei Brawl mit mir und bei allen anderen Kanälen so, es gibt ja noch ein, zwei andere. So, da war man ja sowieso die ganze Zeit zwischendurch drin, weil wir ja zum Glück auch hier immer so ein bisschen so das Gefühl hatten, so wir sind eine große Crew und jeder ist bei jedem Kanal drin und das war, glaube ich, auch immer cool für uns sowieso und vielleicht auch für euch, dass ihr wusstet so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht eine Person, sondern das ist so ein Team und egal auf welchem Kanal ich bin, so, da gibt es natürlich irgendwie schon so ein paar Leute, aber man hat irgendwie sowieso auch immer dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und deswegen hat das so viel Spaß gemacht, egal ob es jetzt am Anfang Zock mit mir war oder dann Chaos Crew hat mega Bock gemacht auch am Anfang und die ganze Zeit sowieso. Aber gerade dieses Gefühl natürlich irgendwie sowas Neues zu starten ist immer mega toll. Und auch als ich dann so ein bisschen mehr bei Spiel mit mir und Spiel mit mir Apps und Games gemacht habe, da war auch das echt eine mega tolle Erfahrung. Weil man natürlich auch weiß, dass sowas, also den ganzen Tag Videos für YouTube zu drehen, dass man das halt nicht so schnell macht. So, dass natürlich das irgendwie schon echt eine krasse Sache ist oder eine krass spezielle Sache. Und deswegen kann ich eigentlich wirklich mich nur bei allen bedanken. Also einmal bei euch natürlich, wie gesagt, so, weil das Ganze konnten wir nur machen, weil ihr die Videos geguckt habt. So, hättet ihr die nicht geguckt, so, dann hätten wir das halt auch nicht gemacht oder nicht machen können oder zumindest nicht in dieser Form machen können. Und dafür sind wir euch natürlich mega dankbar, weil nur durch euren Support so hatten wir wirklich das Privileg, jeden Tag hier Videos zu drehen und das zu machen, was wir sowieso eigentlich machen wollen. Weil man hat hier nie das Gefühl gehabt, und ich hoffe, man hat uns das in den Videos auch angemerkt, man hat hier nie das Gefühl gehabt, dass man sich zu irgendwas erzwingen muss. Außer vielleicht das Justus-Kostüm anzuziehen, das vielleicht schon, aber alles andere war wirklich mega cool. Also so, und auch Justus-Kostüm war cool, also streichen wir das. Aber alles andere, gerade natürlich irgendwie zocken so, ehrlicherweise, ist einfach ja das, was man sowieso hätte gemacht so. Und das dann so den ganzen Tag zu machen, da war man einfach mega glücklich drüber. So, deswegen, wie gesagt, sind wir da alle, da kann ich glaube ich für alle von der gesamten Crew sprechen, super dankbar, dass ihr uns das ermöglicht habt. Und genauso bin ich natürlich dankbar für alle Leute, mit denen wir so zusammenarbeiten konnten. Wie gesagt, also gerade bei Claudio habe ich ein mega enges Verhältnis zusammen und da war ich wirklich super glücklich, dass ich ihn hier kennengelernt habe. Aber auch alle anderen, also Katja, Donny, Eva, Elli, Felix und auch alle anderen Leute aus der Crew, die so früher mit uns zusammengearbeitet haben und so weiter. So, ich glaube, da will ich erst recht gar keine Unterschiede machen. So, die waren alle wirklich mega toll. Da war nicht eine Person, irgendwie, mit der man nicht das gerne gemacht hätte. Und ich glaube, das hätte man auch dann wahrscheinlich im Video irgendwann gesehen, wenn wir uns in Wahrheit gar nicht verstanden hätten. Deswegen kann ich auch wirklich dann auch nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, der Grund, warum ich gehe, ist tatsächlich zum Beispiel auch nicht, dass es entweder Streit gab oder dass wir uns nicht mehr so gut verstehen oder so weiter. Das ist tatsächlich jetzt irgendwie hier nicht so eine so gespielt, dass wir uns eigentlich gut verstehen. Das war tatsächlich so und ich glaube, das hätte auch nur so funktioniert, weil man dafür einfach viel zu sehr eng zusammenarbeitet, wenn man den ganzen Tag Videos dreht. Das heißt, ich bin euch allen da draußen dankbar und allen, mit denen ich hier zusammenarbeiten durfte. Natürlich auch alle Leute, die Videos schneiden. Ihr wisst ja, dass wir ein paar Leute hier auch haben bei uns, die nie vor der Kamera sind, die Videos schneiden. Auch denen bin ich super dankbar, weil das einfach mega toll ist, wenn man sich den ganzen Tag sieht und wirklich das Gefühl hat, man ist hier unter Freunden und nicht mit Leuten, mit denen man irgendwie irgendwas zusammen machen muss, weil geht halt nicht anders so, ne? Deswegen kann ich das eigentlich nur abschließend sagen und vielleicht für euch nochmal als Abschluss. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man gerade, wenn man so wie ihr vielleicht jetzt so ein bisschen noch so am Überlegen ist, was möchte ich irgendwie später mal machen, wenn ich mit der Schule fertig bin, so manchmal kommt irgendwie auch alles ganz anders, als man eigentlich geplant hat. So, es ist mega, mega wichtig, dass man sich im Leben Pläne macht, dass man die Schule gut abschließt, dass man sich Gedanken macht, was will ich machen und so weiter und dass man irgendwie sich Pläne macht und auch durchsetzt. Aber auf der anderen Seite kann ich euch auch sagen, manchmal kommt es irgendwie auch ganz anders als verhofft oder da kommen neue Sachen, von denen man vielleicht das noch gar nicht wusste. So. Also ich habe natürlich in der Grundschule auch noch nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie solche Art von Videos drehe.
und trotzdem war es cool. So, und ich glaube, es ist wichtig, im Leben so eine Mischung zu haben aus vorbereitet sein und Sachen planen und trotzdem offen sein für Neues. Dass man, wenn neue Sachen kommen, die man vielleicht noch gar nicht so sehr kennt, dass man offen dafür ist und sich neue Sachen anguckt. Weil ich glaube, nur so kann man immer neue Erfahrungen machen. Und das ist der Grund, warum ich damals angefangen habe, hier mit Videos zu drehen. Und das ist jetzt auch aktuell für mich der Grund, warum ich aufhöre, hier mit Videos zu drehen. Weil ich jetzt gemerkt habe, eine Etappe ist vorbei und jetzt möchte ich die neue Etappe oder eine neue Etappe beginnen. Genauso ist das ja auch in anderen Bereichen. Wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, Schule ist eine mega geile Zeit und Schulzeit wird man auch immer vermissen, aber trotzdem weiß man, irgendwann muss halt was Neues kommen. Und ich glaube, das ist auch gut so im Leben, dass man immer wieder neue Erfahrungen macht und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. So versucht irgendwie immer so euch Ziele zu setzen und das durchzuziehen, aber versucht auch immer neue Erfahrungen zu machen. Das muss jetzt sich gar nicht nur so sehr darauf beziehen, was man jetzt irgendwie beruflich machen will. Es kann sich auch darauf beziehen, neue Leute kennenzulernen oder neue Länder kennenzulernen, neue Sprachen kennenzulernen. Es ist immer mega wichtig, aufgeschlossen zu sein, auch wenn das natürlich manchmal nicht leicht fällt. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Sache, die man sich irgendwie immer ein bisschen bewahren sollte. Und mehr fällt mir tatsächlich auch gar nicht mehr ein zum Abschluss. Jetzt merkt man, dass ich mir tatsächlich kein Skript gemacht habe. Deswegen trinken wir jetzt noch eine Runde zusammen. Ich überlege mir noch kurz, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Und ansonsten war es das. Und tatsächlich gibt es noch eine Sache, die auch ganz gut zum Abschluss passt. Nämlich, wie geht es eigentlich weiter? Ist ja eigentlich ganz klar. Das ist jetzt hier mein letztes Video und trotzdem geht es natürlich weiter. Also falls ich jetzt irgendjemand eine Frage gestellt habe, also mit mir so wichtig bin ich natürlich nicht. So, also das heißt jetzt natürlich nicht, dass jetzt irgendwie schlechtere Videos oder weniger Videos rauskommen und so weiter. So, es wird weiterhin mega viele coole Videos geben mit der Crew. Deswegen kann ich euch nur ganz, ganz, ganz dringend empfehlen, auf jeden Fall weiterhin mindestens genauso viele Videos zu gucken und mindestens genauso viel immer abzuchecken, was hier neu rauskommt. Deswegen bin ich da auch ganz überzeugt davon und ich werde auch weiterhin definitiv auch immer noch die Videos gucken, weil es mich auch einfach interessiert, so, was jetzt so hier in Zukunft kommen wird. Und ich denke mal, das seht ihr ähnlich, dass, klar, so, es ist natürlich irgendwie immer schade, wenn eine Person geht, so, deswegen, so, es wäre irgendwie auch falsch, also wenn jetzt alle von euch nur sich freuen würden, dass ich gehe, dann hätte ich auch was falsch gemacht. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist, so. Aber trotzdem bin ich ja auch nur ein Teil von einer großen Crew und deswegen werden da auch in Zukunft weiterhin coole Videos kommen. Deswegen kann ich jetzt eigentlich nur ein letztes Mal sagen, abonniert gerne den Kanal. Nein, das lassen wir. Ihr habt den Kanal bestimmt schon abonniert, lasst aber trotzdem gerne einen Daumen nach oben da. Ich kann jetzt schlecht sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, weil in meinem Fall trifft das jetzt nicht zu. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal auf der Straße oder so. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich habe jetzt genug gelabert. Ciao.